So, Pupsis, ich habe mich von Lovie inspirieren lassen und starte auch endlich einen Vlog. Denn wir haben gesehen, dass euch diese Vlogs gefallen und deswegen gibt es einfach noch mehr Real-Life-Videos von uns. Und wie ihr wisst, sind wir schon ins Haus eingezogen, Freunde. Aber dafür müssen wir echt noch einige Sachen besorgen und deswegen würde ich sagen, let's go. Ja, und das hier sollten wir vielleicht auch mal wegbringen, denn Freunde, ihr seht, es hat sich einfach so viel angelagert. Sorry. So, ich bin jetzt im Auto mit Lamson. Hey, yo, was geht ab, Mann? Ja. Und wir starten jetzt eine Fragerunde. Let's go! So, kommen wir zu der meistgestelltesten Frage, Freunde, die ist, wann zeigt ihr euer Haus? Wann kommt euer Haus? Zeigt ihr euer Haus? Wie sieht euer Setup aus? Bla, bla, bla. Aber ihr müsst euch leider noch ein bisschen gedulden, Freunde. Denn unser Haus ist gerade mal zu 60% fertig und Freunde, so wollen und können wir es euch einfach nicht zeigen. Also Pupsis, seid doch ein bisschen geduldig, denn ihr könnt euch auf jeden Fall auf was Krasses gefasst machen. So, und die nächste Frage ist, wo geht es überhaupt hin, Freunde? Das hätte ich auch mal vorher sagen können, denn wir fahren in einen Baumarkt, um da Bausachen zu kaufen, um paar Sachen aufzuhängen und so, ja. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Kommen wir zur nächsten Frage und die ist, warum bist du so sassy? Und Freunde, ich glaube, da kann ich für jeden Einzelnen von uns sprechen. Das haben wir alle von Lams. Ich sag nichts dazu. Ja, ja, ja. Aber bleiben wir direkt mal bei Lams, denn die Frage ist, was mag ich am meisten an Lami? So, und weil ich eigentlich alles an Lami liebe, zähle ich jetzt einfach mal auf, was ich am meisten an ihm hasse. Und Freunde, ihr wisst, was kommt. Ich hasse an Lami am meisten, dass ich 24/7 auf ihn warten muss. Hä, das stimmt doch gar nicht. Doch, Freunde, wir wissen alle, wir warten immer in den Livestreams auf dich. Immer. Nein, wir warten immer auf dich, bis du deine Wimpern gemacht hast. Bis die Augenbrauen perfekt sind. Bisschen hier Schminki, Schminki da, Schminki du. Freunde, wir wissen alle, das stimmt nicht. Außerdem schminke ich mich nie, Lams. Ich schmink mich nie. Ja, ja, Lüge. Aha. Aber kommen wir zur letzten Frage. Und die ist, hast du Tattoos? Und ja, Freunde, ich habe auf jeden Fall mehr als ein oder zwei Tattoos, aber ich werde euch die niemals zeigen. Aber wenn ihr gut aufpasst, könnt ihr das ein oder andere mal sehen, denn die zu verstecken ist gar nicht mal so leicht. Und außerdem liegt Lami auch gern meine Tattoos mal. Ja, gut. Ja, gut. So, Freunde, ihr seht's, wir sind endlich in Funchal und wow, diese Aussicht. Oh mein Gott, Lami. Oh mein Gott, Lami. Oh mein Gott, Lami. Oh mein Gott, Lami. Lami. Bruh. So, Freunde, es ist wirklich sehr, sehr viel Zeit vergangen. Ihr seht auch, es ist komplett dunkel hier. Wir haben auf jeden Fall alles erledigt und alles eingekauft, was wir brauchen. Und deswegen sind wir schon auf dem Weg nach Hause. Aber auf dem Weg haben wir uns diese leckeren Dinger gekauft. Und Lami ist hier schon komplett am Essen, Freunde. Lecker, lecker. Ja, aber ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, welches besser. Also hier sehe ich so Stinkepups und sowas drauf. Und da, Leute, boah, so lecker. Ananas. Nee. Spinat, Knoblauch und so. Ja, ihr könnt ja mal bewerten, welche würdet ihr essen? Lecker! Und ich sitze sogar hinterm Steuer, Freunde, weil Lami ein kleiner fauler Pups ist und keine Lust hatte zu fahren. Ja. Ja, deswegen, Freunde, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Autounfall, aber ich fahre ganz schnell nach Hause, damit ich auch die Pizza endlich essen kann. Let's go! Zui. Also wollen wir mal den Benz starten, Freunde? Und ab geht die Post. So, wir sind gerade bei einer Tankstelle, denn Lamsis Auto ist leer. Und mal schauen, ob Lami mir eine Kleinigkeit mitbringt. Denn, Freunde, ihr wisst, Happy Wife, Happy Life und so. Also an alle Pupsis da draußen mit einer Freundin, bringt ihr immer was mit. Vertraut mir, ja, ja. Und Lamsi, hast du mir was mitgebracht von der Tanke? Ja, natürlich. Wow, warte. Okay, jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott. Dein Ernst? Oh mein Gott. Nee, Leute, das ist nicht, was ich meine. Nee. So, Pupsis, wir sind jetzt endlich zu Hause. Das heißt, ich kann meine lecker schlecker Pizza genießen, Freunde. Oh mein Gott, ich freue mich schon so sehr. Und das heißt auch, wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht, Freunde. Oh, Döner. Und guten Morgen, meine pupsigen Freunde. Und wie immer steht heute sehr, sehr viel an. Mittlerweile solltet ihr das eigentlich wissen. Denn heute kommen wieder 1000 Leute, die irgendwas am Haus
machen. Und außerdem noch meine Ikea-Bestellung, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Und da kann ich euch ein wenig was zeigen. Und dann muss ich irgendwie dazwischen noch Livestream, Freunde. Ich freue mich sehr. Mal schauen, wen ich so alles von euch sehen werde. Und Freunde, ich werde euch so gerne mein Zimmer zeigen. Oh, nicht so viel. Ja, ja, ihr müsst noch ein bisschen warten. Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Tag. Ja gut, eigentlich wollte ich euch gestern die Ikea-Bestellungen zeigen, aber, ja, Freunde, hab's vergessen, sorry. Beziehungsweise, die Sachen kamen an, da musste ich schnell livestreamen, das habe ich auch nicht mal mit in den Vlog genommen. Tolle Wurst. Ja, und, danach habe ich fast alles aufgebaut. Ey, Freunde, es tut mir so leid, ich bin so schlecht im Vloggen. Naja, neuer Tag, neues Glück, aber um ehrlich zu sein, passiert heute, ja, nicht so viel. Ich werde heute die ganzen Ikea-Sachen weiter aufbauen, aber das werdet ihr wahrscheinlich bei der Haustour erst sehen. Ja, und außerdem müssen Labi und ich heute sehr, sehr viel aufnehmen. Also mal schauen, was ich euch heute so zeigen kann. Aber oh mein Gott, Freunde, was ich euch jetzt zeige, ihr werdet das niemals erwarten einfach. Dafür müssen wir in Lamis wunderschöne Gym-Ecke, aber die werdet ihr auch wahrscheinlich in seinem Video sehen. Okay, Freunde, ich glaub's gerade selber nicht, aber seht ihr das? Ich kann einfach nicht ranzoomen, also Katja, das musst du jetzt machen. Freunde, das ist einfach eine Fledermaus. Oh, ich will die gar nicht so anschreien, upsi. Ey, Leute, ich habe noch nie eine Fledermaus gesehen. Ich gehe hier gerade lang. Ey, schaut euch das an. Hier ist einfach noch eine Fledermaus. Ey, Freunde, oh mein Gott, ich habe so Angst. Und da hinten ist noch eine Fledermaus. Oh mein Gott, ich glaub's gar nicht, oh mein Gott. Ich habe wirklich in meinem Leben, glaube ich, noch nie eine Fledermaus gesehen. Also ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, habt ihr schon mal eine gesehen? Wenn nein, dann habt ihr die jetzt auch gesehen. Ja, und eigentlich dachte ich, die wären immer voll groß und wie so Vampire oder so. Ey, aber Freunde, die waren doch voll süß und so weich und so kuschelig. Also, ja, hätte ich echt nicht gedacht. Leute, schaut euch das an. Heute ist einfach so schönes Wetter. Oha. Guten Morgen, Pupsis, und herzlich willkommen zu einem neuen wunderschönen Tag. Wir sind eben erst aufgewacht, also es ist noch ziemlich früh. Aber ich wollte erstmal sagen, dass wir Lami was zu essen machen. Denn ihr wisst, ein hungriger Lami, nee, den will man nicht erleben. Ja, und Lami putzt sich auch endlich mal die Zähne. Wurde auch mal Zeit, ja? Ja, sollst du auch mal tun, Emily. Also habe ich Lami ein bisschen Frühstück gemacht und das kann er hier jetzt im Pool genießen, Freunde. Ich denke, das ist schon richtig, richtig geil. So, es ist ein bisschen Zeit vergangen und ich dachte mir, vlogge ich mal ein bisschen. Ja, Freunde, ich habe es geschafft. Ich nehme euch jetzt mit und ich zeige euch, was ich jetzt so machen werde. Let's go! Ich weiß nicht, ob es manche von euch wissen, aber ich habe damals sehr, sehr viel Sport gemacht. Denn ich war damals sehr, sehr aktiv im Leistungssport. Also ich habe so 8 oder 10 Jahre tatsächlich auf Pferden geturnt, Freunde. Warum machst du Katzengeräusche, Bruder? Das ist ein Pferd. Aber seitdem ich alleine mit Lami wohne, habe ich halt gar keinen Sport mehr gemacht und auch sehr, sehr viel gegessen. Denn Freunde, wenn man alleine wohnt, kann man halt mal auch um 3 Uhr nachts Essen machen. Und Freunde, das ist gar nicht mal so gut. Also habe ich mir vorgenommen, wenn wir im Haus wohnen, was wir jetzt tun, fange ich wieder ein wenig mit dem Sport an. Ja, Freunde, und ich würde mal sagen, lass uns zusammen mal schauen, was ich noch so kann. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist echt nicht schlecht, aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Dann, Freunde, wollte ich auf jeden Fall noch ein paar TikToks machen, die ich sogar heute hochlade. Ja, aber das Wetter hat, glaube ich, nicht so viel Lust. Und ich kann euch noch einen Fortschritt zeigen, denn dieser Müll ist endlich weg, Freunde. Ja, denn der ist jetzt ganz genau hierhin gezogen. Wow, Freunde, ey. Toll, Freunde. Ich wollte gerade TikToks anfangen zu machen, obwohl es so aussieht. Ja, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber jetzt fängt es einfach an zu regnen. Also ja, wirklich vielen lieben Dank. Hier sieht man es auch ein bisschen. Ja, Dankeschön für dieses tolle TikTok-Wetter. Nicht. Aber wollen wir mal zum lieben Lamsi gehen, denn der macht hier auch ziemlich interessante Sachen, Freunde. Oh, oh, oh. Lams, willst du mal erzählen, was das hier so ist? Na, ich glaube, die Zuschauer
Zuschauer wissen das schon. Aha, okay, oh mein Gott. Das heißt, ich kann mich jetzt hier wieder an meinen Lieblingsplatz in mein Zimmer setzen und darauf warten, dass schönes Wetter kommt? So, endlich ist schönes Wetter. Das heißt, ich kann endlich TikToks aufnehmen. Let's go. Aber ich wollte euch noch einen kleinen neuen Kumpel von uns vorstellen. Ey, Freunde, er guckt auch gerade. Ja, ich mach mal ein Foto und dann seht ihr ihn auch besser. Und ich finde, er hat auf jeden Fall einen Namen verdient. Und Freunde, als ich gerade hier so den Guten gefilmt habe, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Oh mein Gott, man sieht's. Ich habe noch nie so eine große Spinne gesehen. Oh mein Gott, Freunde. Ja, irgendwie ist hier alles viel größer. Ich glaube, das liegt einfach an der Madeira-Luft. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Tanzszene erinnern könnt. Oh, oh okay, jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott. Dein Ernst? Oh. Ja, Freunde, das war aber ein richtiger Reinfall. Aber diesmal können wir richtig stolz auf Lami sein, denn Freunde, schaut euch das an. Er hat mir was mitgebracht, so ein Eis, Martis-Ei und extra in Pink für mich. Also, Dankeschön, Lami. Aber das war doch nicht alles. Diese ganzen Leckereien hat er auch noch mitgebracht. Oha, Freunde. Und somit, Freunde, ist der Tag auch schon vorbei. Wir chillen jetzt nur noch ein bisschen und ja, snacken. Aber, Freunde, wir dürfen nicht vergessen, morgen ist einfach schon mein 22. Geburtstag. Oha. Ja, und da werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Aber ich habe noch nicht so richtig Ahnung, was wir überhaupt alles machen. Also, Pupsis, bis morgen. Bis morgen? Oh mein Gott, Freunde, es ist unnormal spät und ihr wundert euch bestimmt, warum ich mich so spät melde und warum ich flüster. Aber vor 2 oder 3 Tagen war einfach eine Katze plötzlich bei uns. Also die ist wirklich einfach aus dem Nichts gespawnt, Freunde. Die haben wir natürlich gefüttert, Freunde. Und jetzt schaut mal, wer wieder am Start ist. Natürlich habe ich ihr wieder etwas zu essen hingestellt. Und Freunde, es scheint ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut zu schmecken. Denn ja, sie hat einfach schon alles aufgegessen. Aber was ich total vergessen habe, ich glaube, sie ist eigentlich ein Er. Und deswegen, Freunde, brauchen wir auch für ihn einen Namen. Also wir haben hier wirklich einen richtigen Zoo auf Madeira. Also wir haben Katzen, wir haben Kühe, wir haben Ziegen, wir haben Hühner, Freunde, wir haben Katzen, wir haben Lami. Also wirklich, ich könnte hier einfach ein Zoo eröffnen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob die Katze jetzt noch öfters kommt. Also wir haben wirklich nichts dagegen. Denn, Freunde, wie ihr vielleicht wisst, Lami und ich lieben Katzen über alles. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ist eigentlich euer Lieblingstier? Freunde, ich habe heute Geburtstag, wie ihr wisst, und deswegen bin ich extra live gegangen. Und schaut mal, ihr seid hier einfach alle am Start. Ey, let's go. Danke, danke, danke für den tollen Stream, Freunde. Und ja, für die ganzen Glückwünsche. Ihr seid echt die Coolsten und die Besten. Let's go. Und schon sitzen wir im Auto. Und zwar auf den Weg nach Funchal an die Promenade, Freunde. Denn da werden wir was snacken, ein bisschen was shoppen, für das Haus etwas besorgen und ja, einfach ein bisschen spazieren, würde ich mal sagen, oder? Ja, ja, und Dings, ich habe noch einen Termin mit Ronaldo. Ah, ja, genau, das müssen wir auch noch machen. Okay, mach jetzt keinen Unfall, Labs. Oh Gott, oh Gott. Zur Seite mit dir. Und nochmal danke, danke, danke für alles. Also für die Glückwünsche, für die Fanarts, für die Edits, für die Videos, für die Spiele, für alles Mögliche, Freunde. Wirklich, ich kann mich nicht oft genug bedanken bei euch. Und nochmal danke, danke, danke für diesen wunderschönen Livestream. Oh Gott, Lami, bitte pass auf. Oh nein, oh nein. Ja, Freunde, denn ich habe einfach vor Freude geweint und gleich weine ich vor Angst. Ey, Lanz, oh mein Gott. Okay, Freunde. Ja, ich habe einfach vor Freude geweint. Das ist mir noch nie passiert, wenn ich dabei war, Freunde. Ihr könnt jetzt mal einen kleinen Ausschnitt sehen. Ihr habt mir wirklich den schönsten Geburtstag bereitet. Dankeschön. Also, wir holen jetzt erstmal ein Paket von mir ab und 2 Bildschirme, die Lami bestellt hat. Und danach würde ich sagen, gehen wir erstmal was essen, denn ich habe wirklich richtig doll Hunger. Und ich nehme euch natürlich mit. So, Freunde, dann wollen wir mal hier diese komischen Stufen nach oben gehen.
Und da ist auch schon das Restaurant, wo wir essen gehen. Ich weiß, das sieht jetzt nicht so besonders aus, aber Freunde, das Essen ist besonders. Oh mein Gott, Freunde! Ich habe einfach vergessen, das Essen zu filmen und erst daran gedacht, als alles schon in meinem Magen war. Aber ich muss sagen, es war sehr, sehr lecker und sehr, sehr schön mit Lahm zusammen. Also danke nochmal für diesen wunderschönen Geburtstag. So, Freunde, wir sind jetzt fertig. Wir haben leider nicht alles geschafft, deswegen habe ich das einfach mal mitgenommen. Ja, und Freunde, ich glaube, Lami hatte ein cooles Treffen mit einer Mücke, oder? Ja, total cool. Oh Gott, oh Gott. Also, Freunde, wir machen jetzt noch die letzten Besorgungen und dann fahren wir schon wieder nach Hause, denn es ist ziemlich spät und ja, wir wollen den Tag noch ein bisschen im Pool genießen. So, Freunde, ihr seht, wir sind im Auto. Wow, oh mein Gott, die Sonne, Lami, siehst du das? Oh mein Gott, die ist fast so schön wie du, Emily. Oh, ey. Genau, Freunde, was ich sagen wollte, wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben alles erledigt. Unter mir sind ganz viele Pakete, hinter mir sind ganz viele Pakete. Ja, aber wir entspannen jetzt noch ein bisschen und ja, haben Spaß, oder? Ja. Oh mein Gott, Freunde, schaut mal, wer wieder gekommen ist. Das hätte ich niemals erwartet. Der war ja gestern schon da und jetzt ist er heute auch einfach noch gekommen. Das macht mich so glücklich. Lars, was sagst du dazu? So? Oh. So, guten Morgen, Pupsis. Heute ist genau ein Tag nach meinem Geburtstag. Und Freunde, das war's tatsächlich schon mit dem Vlog, aber ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber wenn ihr auf jeden Fall mehr Vlogs sehen wollt, dann schreibt es jetzt mal in die Kommentare und lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch genauso gut gefallen wie mir und dass ihr jetzt noch mehr Real Life von uns sehen wollt. Also würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und tschüssi!